Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Coaster. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich möchte heute direkt mit etwas Besonderem anfangen, denn ich möchte heute endlich die Achterbahn bauen im Westernbereich. Ich möchte euch ganz kurz zwei Sachen dazu sagen und zwar werde ich erstmal auf der rechten Seite im Westernbereich die Berge wieder weg terraformen. Das werdet ihr jetzt gleich auch schon sehen und dann werde ich anfangen, die Achterbahn zu bauen und die Berge drumherum bauen. Diese Achterbahn wird das größte Projekt, glaube ich, was ich bis jetzt gebaut habe mit Achterbahnen, denn ich möchte das dieses Mal nochmal komplett anders machen. Ich habe bis jetzt alle Achterbahnen erst gebaut und dann habe ich das Szenario drumherum gebaut. Bis jetzt habe ich mir aber noch nie Gedanken darum gemacht, wie ich das Szenario wirklich aufbaue. Jetzt habe ich das ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir ein bisschen Gedanken zu dem Szenario gemacht, zum Beispiel, ich sage nur mal Alien vs. Cowboys, ja, also dass wir einen Übergang vielleicht auch zum Science-Fiction-Bereich haben. Das wird alles mit in die Achterbahn einfließen, das werdet ihr alle später sehen. Dieses Projekt ist wieder mal gigantisch. Dementsprechend wird dieses Video wahrscheinlich auch in mehrere Parts gesplittet sein, weil es sonst einfach viel zu lang ist. Das Video wird wahrscheinlich am Ende auf ungefähr 1000% Geschwindigkeit laufen, also sprich die Timelapse wird 10-mal so schnell sein wie normal. Dementsprechend werde ich ungefähr, ich denke mal so um die 5 bis 7 Stunden an dem Video arbeiten, beziehungsweise aufnehmen und dann das Ganze runtercutten für euch, damit ihr dann vernünftige Längen habt. Also Leute, ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das, was jetzt in den nächsten Folgen gebaut wird, gefällt. Lasst gerne eine positive Bewertung da und wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich auch gerne ein Abo, damit ihr jetzt die nächsten Videos auf gar keinen Fall verpasst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Es wird natürlich mal wieder Zeit, ein paar Kommentare mit in das Video zu nehmen. Heute das Video ist natürlich ein bisschen special-mäßiger, sage ich jetzt mal, im Gegensatz zu den anderen. Ich werde heute ein paar Kommentare mit reinnehmen, die ein bisschen kritischer formuliert sind, was ich sehr gut finde an dieser Stelle. Das möchte ich an dieser Stelle doch einfach mal betonen. Ich finde, Kritik ist nicht schlecht. Kritik, wenn sie vernünftig formuliert ist, ist sehr, sehr gut. Und ich freue mich darüber, wenn einfach mal Kritik kommt, denn das schlägt auch einfach mal andere Gedankengänge ein. Und die werdet ihr gleich sehen, die Kommentare. Und ich bin gespannt, wie ihr so die Antworten darauf findet. Aber bevor ich jetzt mit den kritischen Kommentaren anfange, möchte ich nochmal einen Kommentar vorlesen, und zwar von Paul. Er schreibt, also, du gibst dir immer so viel Mühe und so, und mich würde es mal interessieren, wenn du mal sagen könntest, was du in deiner Freizeit, in Klammern, wenn du überhaupt Freizeit hast, so machst. Weil deine Videos sehen so mühevoll und zeitaufwendig, oder scheinen sehr zeitaufwendig zu sein. Jedenfalls cooles Video. Ich glaube an die 1 Million Abonnenten dieses Jahr. Liebe Grüße. Also Paul, erstmal Dankeschön, dass du da so dran glaubst. Es freut mich auf jeden Fall. Es wäre natürlich ein riesengroßer Traum, wenn ich dieses Jahr die 1 Million Abonnenten knacke. Mal schauen, ob wir das wirklich erreichen. Wäre auf jeden Fall schön. Aber ich glaube, es bleibt momentan erstmal noch ein Traum. Aber mal sehen, vielleicht klappt das ja wirklich. Also, was ich in meiner Freizeit mache, es ist wirklich schon so, dass du schon, also wie du bemerkt hast, dass ich sehr, sehr viel Zeit in meine Videos und auch in die Livestreams stecke. Dementsprechend ist es meistens so, dass ich am Tag zwischen, ich sag mal so 8 Uhr und 9 Uhr morgens bis um 14 bis 16 Uhr meistens an den Videos sitze und dann meistens schon den Livestream plane für abends. Und wenn ich dann wirklich abends keinen Livestream mache, dann bedeutet das für mich Freizeit und die Freizeit verbringe ich natürlich liebend gerne mit meiner Familie und meiner Freundin. Also meine Freundin zählt für mich definitiv schon zur Familie und natürlich dem Hund. Also wenn ich abends wirklich Zeit habe, dann mache ich was mit meiner Freundin. Ich gehe mit dem Hund eine große Runde spazieren oder wir gucken uns einen Film an oder wir gehen irgendjemanden besuchen und machen halt ganz normale Freizeitaktivitäten. Ich musste leider aufgrund dessen, dass ich halt so viel Zeit in meinen Job investiere und auch investieren möchte, muss ich mein größtes Hobby aufgeben und zwar Eishockey. Da habe ich gestern im Livestream schon ganz viel zu erzählt. Ich habe vor einem Jahr habe ich aufgehört, nach in über 21 Jahren, oder ich habe 21 Jahre aktiv Eishockey gespielt und letztes Jahr habe ich aufgehört damit, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte YouTube und Livestreaming Vollzeit machen, als Vollzeitjob. Dementsprechend habe ich mich selbstständig gemacht und weil ich einfach finde, wenn man sich selbstständig macht mit so etwas, da muss man da auch Zeit rein investieren, das möchte ich machen, das tue ich auch. Und da habe ich gesagt, da passt Eishockey halt momentan nicht rein. Dementsprechend habe ich relativ in Anführungszeichen wenig Hobbys. Für mich ist YouTube und Livestreaming immer noch ein Hobby, auch wenn ich es zu meinem Beruf gemacht habe. Und wenn ich dann die Freizeit habe, dann mache ich das, dann verbringe ich die definitiv mit meiner Freundin, mit dem Hund, mit meiner Familie und natürlich auch mit meinen Freunden, auch wenn das relativ selten vorkommt, weil meine Freunde einfach in ganz Deutschland verteilt sind.
Jo, dankeschön auf jeden Fall für den netten Kommentar und wie gesagt, mal schauen, ob wir die 1 Million Abonnenten knacken. Das wäre auf jeden Fall mega nice. So, dann starten wir mit dem ersten etwas kritischeren Kommentar und zwar kommt der von der Lifestyle Anna. Sie schreibt, ich mag dieses Videoformat sehr und mag Planet Coaster sehr, aber die Videos sind echt langweilig geworden. Seit längerem baust du nur Häuser und Gebäude. Es wäre besser, wenn du mal endlich zur Abwechslung Achterbahnen baust oder andere eigene Fahrgeschäfte. Nehme es mir nicht böse, aber du verlierst dadurch auch viele Likes, dadurch auch in letzter Zeit. Also, Lifestyle Anna, erstmal Dankeschön für den Kommentar. Dieser Kommentar hat auch 9 Daumen nach oben. Dementsprechend gibt es wahrscheinlich auch mehr Leute, die genau das gleiche denken. Ich habe das auch an den Views gemerkt und auch an den Likes. Es ist so, dass es mir selber schon aufgefallen ist, dass ich sehr, sehr viel Zeit in bestimmten Dingen, ich sag mal, verschwende, wenn ich zum Beispiel Häuser baue oder irgendwie Design mache und so weiter und so fort. Das ist für mich auch ein riesengroßes Problem, weil ich einfach selber sage, ich stehe da auf einem zweischneidigen Schwert. Und zwar auf der einen Seite sage ich, ich möchte unglaublich viel Zeit in diesen Park investieren und euch natürlich auch alles zeigen. Und dieser Park soll am Ende einfach schön sein. Also in jeder Ecke soll einfach was Schönes sein. Das heißt, ich möchte nicht nur irgendwie eine geile Achterbahn bauen und drumherum soll dann einfach alles scheiße sein und neben kurz hingeklatscht. Dementsprechend investiere ich auch super viel Zeit in zum Beispiel Berge, in Wälder, in Gebäude und so weiter und so fort, wo dann keine Attraktionen stehen. Ich weiß, dass es auf Dauer ziemlich zäh wirken kann, aber es gibt halt für mich keine andere Möglichkeit. Es gibt nur Möglichkeit 1, dass ich entweder sage, ich mache das so, wie ich das jetzt mache, oder Möglichkeit 2, dass ich sage, okay, ich baue eine krasse Achterbahn, designe die mega heftig, mache dann irgendwas Krasses und alles andere drumherum vernachlässige ich total, klatsche das in einer Folge hin, sodass da wenigstens etwas steht und das war's. Oder ich nehme zum Beispiel Sachen aus dem Steam Workshop. Das ist aber nicht meine Art, das möchte ich nicht machen. Dementsprechend kann es einfach mal dazu führen, dass es Phasen gibt, in denen ich einfach mehr Gebäude baue, in denen ich mehr Design, also Landschaftsdesign mache und sowas alles. Das gehört für mich zu diesem Projekt dazu und das werde ich auch auf jeden Fall so beibehalten müssen eigentlich im Grunde, weil sonst vernachlässige ich einfach die Details im Park und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte dieses Projekt bis zum Ende durchziehen und ich möchte einfach, dass dieses Projekt bis zum Ende einfach die gleiche Qualität und den gleichen Qualitätsanspruch hat. Das ist für mich persönlich sehr wichtig. Was ich euch an dieser Stelle aber sagen kann, ist, dass mir es selber schon aufgefallen ist und dass, wenn der Park beendet ist, ich auf jeden Fall, wenn ich weiter Planet Coaster bringe, das Konzept auf jeden Fall kippen werde. Denn ich werde dann das so machen, dass ich bestimmte Sachen baue, die einfach nur interessant sind. Also wo man wirklich sagt so, hey, das ist mega krass, was du da gemacht hast. Das kann dann bedeuten, dass ein Planet Coaster Video nur noch einmal die Woche kommt oder zweimal die Woche. Aber auf jeden Fall, ja, so ist das. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Ich kann an dieser Stelle einfach nochmal sagen, Dankeschön für diesen kritischen Kommentar. Das freut mich sehr, dass euch das auch so auffällt und dass ihr das einfach auch mal so sagt und vernünftig formuliert mit ohne Beleidigung und so weiter und so fort. Ich finde, das ist definitiv nicht nötig. Und ich denke, du bist auch niemand, der das so macht. Deswegen an dieser Stelle einfach danke. Und ja, ich hoffe, ihr versteht das. Ihr könnt aber natürlich gerne auch weiter in den Kommentaren diskutieren und darüber einfach mal sprechen. Ich würde mich über euer Feedback freuen. We'll be right back.
Dann kommt der nächste Kommentar von Noneplays. Er schreibt: Hallo Zander, eine Frage und Rückmeldung. Es soll keine Kritik sein und ich finde deinen Park mega nice. Du wolltest schon seit langer Zeit die Wasserbahn anpassen und eine Zwergenmühle bauen. Was ist mit dem grünen Monster, das du gelöscht hast? Wird es nochmal im Park verwendet? Du hast eine Achterbahn neben dem Dschungelgebiet voll vernachlässigt mit dem Tempel. Und meine letzte Frage: Wann baust du das Schloss weiter? Ich bin schon lange dabei und soll auf jeden Fall keine Kritik sein. Also erstmal, Noneplace, das ist definitiv Kritik und das ist überhaupt nicht schlimm, beziehungsweise das sind kritische Fragen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also ihr braucht euch da keine Sorgen machen, dass ich dann sauer bin. Solange das einfach vernünftig formulierte Kritik ist, trägt das nur zu dem Projekt bei und da bin ich sehr froh darüber, dass ihr das auch so formuliert oder so mit einbringt. Also, um deine Fragen eben kurz chronologisch vernünftig zu beantworten. Die Wasserbahn baue ich auf jeden Fall noch weiter. Ich finde aber, momentan ist es noch nicht an der richtigen Zeit, diese zu bauen. Das wird aber später wahrscheinlich auch mit dem Schloss passieren. Also, wenn wir das Schloss weiterbauen, wird die Wasserbahn weitergebaut. Dann wird auch noch im Auengebiet sozusagen, im Hobbitgebiet noch ein bisschen weitergebaut. Und dann wird das Ganze auch ein bisschen abgerundet werden. Das Monster werden wir nicht mehr bauen, das habe ich komplett abgerissen. Das wird auch so nicht mehr reinkommen, fand ich einfach nicht schön und da haben auch ganz viele Leute gesagt, gut, dass es wieder abgerissen hat. Das war einfach mal ein Versuch, hat aber nicht so gut geklappt, dementsprechend wird das nicht mehr in den Park reinkommen. Die Achterbahn in dem Dschungelgebiet habe ich nicht vernachlässigt, sondern das Projekt habe ich erstmal pausiert, weil ich gesagt habe, und da hat, glaube ich, jemand sogar schon auf deinen Kommentar geantwortet, dass ich erstmal den Westernbereich bauen möchte, um mehr Menschen hinten in das Dschungelgebiet reinzuziehen. Und dann werde ich auf jeden Fall die Achterbahn weiter designen. Das Design wird sich aber wahrscheinlich nicht so intensiv ausbauen, wie ich das eigentlich erst geplant hatte. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich um die Achterbahn erstmal nur ein bisschen Natur bauen, viele Steine, Wasserfälle und so weiter. Da muss ich aber mal schauen, wie ich das Ganze mache. Das wird wahrscheinlich auch so ein Projekt über 2-3 Folgen werden, wo wir das Ganze dann ausdesignen werden. Das wird aber auf jeden Fall noch kommen. Und die letzte Frage, die du gefragt hast mit dem Schloss. Das Schloss ist ein sehr, sehr großes Projekt, wo ich viel Energie reingesteckt habe bis jetzt schon. Das wird auf jeden Fall weitergemacht. Ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, dass jedes Projekt, was ich angefangen habe, auch beendet wird in diesem Projekt. Jedoch ist es so, dass das Schloss erstmal eine Sache ist, die ich immer dann mache, wenn ich dafür Zeit habe. Ich habe ja gesagt, ich baue die auch in der Sandbox-Welt und baue das Schloss dann später in den Park mit rein. Das Schloss wird immer parallel ein bisschen weitergebaut, wenn ich gerade eine Idee dafür habe. Momentan ist es so, dass ich mich erstmal voll und ganz auf das Westerngebiet konzentrieren möchte und dann das Schloss weiterbaue. Das wird alles mit der Zeit kommen. Ich hüpfe da zwar ein bisschen hin und her in den Thematiken, aber das ist meiner Meinung nach auch gut, denn so kann ich mich immer darauf stürzen, wo ich gerade richtig gute Ideen für habe. Und wie gesagt, nochmal zu dem Punkt mit der Kritik. Macht euch da keine Gedanken. Wenn ihr kritische Punkte habt, könnt ihr die immer gerne schreiben. Ich freue mich darüber, denn sowas ist einfach wichtig für solche Projekte. Dankeschön für den Kommentar.
So, dann hat der Daniel geschrieben, ein Canyon ist eine Schlucht, kein Berg. Nicht böse gemeint, tolles Video. Das haben gestern einige geschrieben, weil ich gestern den Folgentitel als Canyon ausgegeben habe und im Grunde noch keinen richtigen Canyon gebaut habe. Das Ding ist, ja, ich weiß, das war gestern noch kein Canyon und es ist momentan auch noch kein Canyon, aber es soll eine Art Canyon werden. Sprich, diese ganze Gebirgskette wird sich ja um die Stadt so rumziehen, wird dann auf der anderen Seite die Achterbahn abschließen und wird dann Richtung See... Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine, wird diese Bergkette eine Art Canyon werden. Das heißt, es wird in der Mitte eine Schlucht geben, wo halt ein Fluss durchlaufen soll. Das ist auf jeden Fall der Plan bei der ganzen Geschichte. Und dann ist es ein Canyon. Also, es ist so, dass es momentan noch kein Canyon ist, aber ich plane es als ein Canyon. Und deswegen habe ich halt gesagt, das ist ein riesengroßer Canyon. Ja, also ich denke, ihr versteht, was ich meine. So, das war's dann mit dem ersten Part der Achterbahn-Folge sozusagen. Ich hoffe, dass es euch bis jetzt schon gefallen hat. Jetzt kriegt ihr noch ein bisschen was von der Achterbahn zu sehen. Ist ein bisschen tricky geschnitten, ihr werdet es sehen. Auf jeden Fall ist da schon ein bisschen was passiert. Ich sage an dieser Stelle einfach mal viel Spaß mit dem kleinen Cinematic. Und morgen gibt's die nächste Folge von der Achterbahn und zwar um 16 Uhr hier auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen nicht vergessen, 16 Uhr geht's dann weiter. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß und bis morgen dann. Haut da rein, ciao!